Hallo, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Und heute habe ich dir wieder ein mediales Thema mitgebracht. Und zwar heißt es Medialität, die geistige Welt kennt keine Zeit. Was will ich damit sagen? Und zwar möchte ich hier einfach mal ein bisschen aufräumen und euch sagen, warum, wieso das so ist. Wir leben als Menschen ja in einer 3D-Welt. Wenn ihr so wollt, ich sitze jetzt hier ist die Länge, hier ist die Breite und hier ist die Höhe. Und das bedeutet, das ist jetzt die dreidimensionale Welt, in der ich hier gerade sitze. Aber ich bin in noch einem Konstrukt quasi sitzen gerade und das ist die Zeit. Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, dann haben wir, glaube ich, 14 Uhr, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, ich sitze heute hier, Länge mal Breite mal Höhe, um 14 Uhr am 8.11. Das ist das Datum, wo ich das jetzt aufnehme. Das ist nicht das Datum, wo du es sehen wirst, aber ich nehme es heute an diesem Datum auf. Nur mal so nebenbei. Das heißt, wir sehen den Menschen, vielleicht kennt ihr noch das Bild von Leonardo da Vinci. Der Mensch, der steht in einem Kreis, der hat die Arme ausgestreckt. Ich muss gucken, dass ihr das hier im Bild noch seht. Er hat die Arme ausgestreckt und um diesen Kreis herum ist quasi ein Quadrat. Und dieses Quadrat ist die Zeit, in der wir leben. Also der Mensch ist ja immer nur in einem Zeitraum da. Und am ehesten, ich bin jetzt mal ein bisschen makaber, sieht man das natürlich auf dem Grabstein. Von bis. Geboren am, gestorben am. Das ist der Zeitraum, in dem du hier auf der Erde einen Impact hast. Und jetzt stirbst du. Und in dem Moment, wo du stirbst und du bist nicht mehr körperlich, also du bist keine Materie mehr, und das setzt das Sein hier in der geistigen Welt, das setzt das Sein hier in der irdischen Welt erst einmal voraus, bist du ja nur noch geistig unterwegs und du betrittst die nächste Dimension und das ist die fünfte Dimension und die hat keinerlei Zeit. So, und wir als Medien müssen jetzt aus einer Zeitgegend einen Kontakt machen in eine zeitlose Gegend. Wir müssen also quasi das Quadrat der Zeit durchbrechen und dahinter in den zeitlosen Raum eintauchen. Ob wir diesen zeitlosen Raum jetzt Unendlichkeit oder Ewigkeit nennen, das hat was mit Strukturen wie Dynamik und dynamische Strukturen und passiven Strukturen zu tun. Aber das tut jetzt hier in diesem Moment nichts zur Sache. Der Punkt ist, ich gehe zur geistigen Welt und die Menschen erwarten dort immer, dass wir, ja, dass der Mensch uns sagt, ich bin schon 2 Jahre tot. Aber er ist ja nicht mehr der zeitlichen Rechnung unterworfen. Ich weiß, wenn ich Zeiten nenne, sage ich immer meinen Klienten, das ist mein Gefühl, weil ich durch meine über 20-jährige Praxis als Kartenleger kann ich Zeit ein bisschen einschätzen. Aber auch da kann ich mich manchmal vertun und jemand sagt mir, nein, der ist schon 30 Jahre tot und es kommt mir vor. Es ist nur ein Gefühl von mir, dass ich sage, der ist erst 2 Jahre tot. Und diese Zeitdynamik, die wir haben, oder Nicht-Zeitdynamik oder Raumzeit oder wie wir das auch immer nennen wollen, ist etwas, was wir verstehen müssen. Also nochmal, hier bei uns bedingt Zeit einen Raum, also einen sogenannten Zeitraum, zum Beispiel der Zeitraum eures Lebens oder der Zeitraum eures Urlaubs oder euer Montag oder der Tag, den ihr heute ist, zum Beispiel auch Montag. Und der Zeitraum der Aufnahme ist jetzt, sagen wir mal, von 12 bis 18 Uhr. Und wir definieren uns über die Zeit. Und wir treffen so Verabredungen und wir haben so Rechnungsgrundlagen und was auch immer. Aber in Wirklichkeit, wenn du stirbst, fällst du aus der Zeit raus. Du bist nicht mehr in der Zeit und vor allen Dingen taktet dich die Zeit nicht mehr. Das heißt, im Prinzip dehnst du dich in dem Moment wieder aus. Und wenn Zeit einen Raum definiert, in dem wir uns nur ausdehnen können, dann ist unsere Ausdehnung, wenn wir sterben, unendlich.
Und genau das ist das, was wir fühlen. Und deswegen möchte ich euch wirklich bitten, das zu verstehen, sowohl auf der Klientenseite als auch aus der medialen Seite. Natürlich kann euch das Wesen sagen, laut irdischer Zeitrechnung bin ich so und so viele Jahre tot. Aber hier kommt noch eine ganz andere Prämisse, die das Ganze ein wenig erschwert. Deswegen nagelt die Medien nicht immer so auf Zeit oder Namen. Und das hat eigentlich einen bestimmten Grund. Medialität findet immer, also ich zeige es jetzt so, aber ihr werdet es spiegelverkehrt sehen, hier ist jetzt mein Rechts und das ist meine rechte Gehirnhälfte. Und Medialität findet immer auf der rechten Gehirnhälfte statt. Und auf der linken Seite, wo unsere strukturelle Festplatte ist, wenn ihr so wollt, da ist natürlich, die brauchen wir nicht unbedingt für Medialität, wir brauchen die rechte Seite. Und jedes Mal, wenn wir von rechts nach links wechseln, also hier sind die Zahlen, hier sind die Namen und hier sind die Erinnerungen, die Bilder und all das, was der Verstorbene uns sagen will, fallen wir raus. Wir fallen schlicht und ergreifend raus und deswegen, liebes Medium, was jetzt vielleicht zuschaut, lass dich nicht immer von Klienten in diese Richtung drängen, denn eventuell verlierst du deinen Kontakt oder dein Kontakt wird dünner. Da wir aber links hier nicht erzogen worden sind, möchten wir natürlich hier auch den Klienten befriedigen. Und dann kommt das Ego rein. Das Ego will dann unbedingt glänzen. Und wir sind dann nur noch hier am Nachdenken, Frontallappen und so weiter und so fort, wogegen wir hier die Verbindung verlieren. Also, es ist wichtig zu verstehen, dass die geistige Welt keine Zeit kennt, sondern quasi auf Zeiträume höchstens herabsieht aus ihrer Dimension. Nicht im Sinne negativ herabsehen, sondern sie einfach wahrnimmt. Aber sie sind dieser Zeit nicht mehr unterworfen. Du als Medium bist aber dieser Zeit unterworfen. Und das allein ist schon eine Irritation im Kontakt. Wahrscheinlich weiß ich zwar auch zu wenig über das Wesen der Zeit. Und Zeit kann ja auch paradox sein. Und Zeit kann subjektiv sein, Zeit kann absolut sein und es kommt ja natürlich auch darauf an, was legen wir denn für eine Zeit zugrunde? Legen wir Zeiten zugrunde? Legen wir Zyklen zugrunde? Legen wir den allgemeingültigen Kalender zugrunde? Legen wir den Maya-Kalender zugrunde? Ihr seht, Zeit hat ganz, ganz viele Faktoren und Zeit hat ganz, ganz viele, ja, ich würde mal sagen, Zustände und eben auch Rechengrößen. Und daher ist es ganz wichtig, dass wir vielleicht auch als Medium sagen, bevor wir in den Kontakt treten, ich trete jetzt außerhalb der Zeit. Und ich verlasse diese Zeit jetzt, dass wir ganz bewusst sind, dass wir aus dem Kalender quasi aussteigen, uns vorstellen, Zeit ist wie ein Fluss und wir gehen aus diesem Fluss bewusst raus, um zu sagen, jetzt bin ich zeitlos. Das kann bedeuten, dass du die geistige Welt deutlich klarer empfängst, wenn du dich aus irdischen Zeitrechnungen, Zeitmustern und Zeiträumen verabschiedest. Zum Schluss kommst du natürlich wieder zurück in deine Zeit, weil in deiner Zeit sitzt ein Klient vor dir und dem musst du natürlich auch Rede und Antwort stehen. Aber es kann bereits helfen, sich vom Bewusstsein von Zeiträumen zu verabschieden. Und dann sind wir einfach einen Schritt weiter. Wir sind gedanklich oder, na, gedanklich nicht, aber geistig in einer anderen Dimension, in der wir weitaus besser die geistige Welt erreichen können, indem wir weniger von all diesen Strukturen oder Konstrukten, die uns umgeben, auf uns wirken lassen. Also, die geistige Welt kennt keine Zeit, mach dir das bewusst. Sie lebt in einer zeitlosen, unendlichen Ebene, in einem unendlichen Raum, wenn du willst. Und das ist etwas, was wir als Medien wirklich verstehen sollten. Ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen einen Denkanstoß liefern. Denk da gerne weiter drüber nach, was bedeutet es für dich. Und probier es doch einfach einmal aus. Und bis dahin wünsche ich dir viel Freude in deinem Leben.